glückliche Gäste, lachende Gesichter und fröhliche Oldtimerfahrer. So einfach kann man die Stimmung während der langen Nacht der Münchner Museen beim Rollenden Museum beschreiben. Alljährlich nehmen Oldtimerfahrer während dieser Kulturveranstaltung Menschen mit auf Zeitreise und ermöglichen ihnen so, historisches automobiles Kulturgut kennenzulernen. Natürlich geht es dabei um das Bestreben, das historische Kulturgut mit dem Gedanken des UNESCO-Weltkulturerbes zu verknüpfen. Erleben dürfen die Besucher der langen Nacht die Automobile so, wie es sich für ein Auto gehört. In voller Fahrt vom Verkehrszentrum an der Oktoberfestwiese über holprige Pflastersteine durch Schlachthofviertel, durch Tunnels mit Graffiti-Kunst, der Isar entlang bis zur Insel des Deutschen Museums. Im Innenhof ist dann die rund 10-minütige Fahrt vorbei. Oder sie beginnt. Je nachdem, in welche Richtung man auf dem Rundkurs fährt. ...4.313 Kulturinteressierte kamen 2019 in den Genuss einer Oldtimer-Mitfahrt. Manch einer besuchte erst gar keines der festen Häuser, die mit wahrlich schönen Ausstellungen aufgewartet hatten, sondern besuchte ausschließlich das Museum, das nur einmal im Jahr für 5 Stunden geöffnet ist. Ohne Wartezeiten geht es nicht. Geduldig beäugten die Zuschauer, die noch nicht am Einstieg sind, wie die Klassiker nacheinander heranrollen. Die Türen werden von Helfern mit weißen Handschuhen sorgsam geöffnet und nach dem Einsteigen der Fahrgäste ebenso behutsam geschlossen. Schließlich handelt es sich um sorgsam gehütete Schätze einer vergangenen Zeit. Schätze, die Erinnerungen wachrufen, Emotionen aufleben lassen, Sehnsucht wecken. Zu den wohl edelsten Fahrzeugen gehörten zwei leise dahinschnurrende Bentley-Limousinen. Ein sportlicher Mercedes 300 SL Flügeltürer spricht besonders die Damenwelt an. Zurück in die Zukunft mit den teilnehmenden DeLoreans ist das möglich. Heißgeliebt wie immer sind die Volkswagen Käfer, die zuverlässig durch die Nacht schnurren und laufen und laufen und laufen. Hier ist was los und hier kommt der Junge, der den Grund. Spaß. Unsere Feuerwehr geht auch nochmal durch. Jedes Jahr klettern aus den Bulli-Bussen frisch gebackene Oldtimer-Fans, nachdem sie unterwegs das einstige Feeling von Freiheit und großen Aufbruch erahnen konnten. Beim Schwerpunkt des RMM, wie das Rollende Museum München auch genannt wird, waren 2019 die Blaulicht-Oldtimer. Große Feuerwehren nahmen ganze Gruppen von Neugierigen mit auf Reise. Aus der Sammlung von BMW Classic steuerte ein originalbelassenes BMW 501 Taxi durch das nächtliche München. Ein sportlicher BMW 326 und ein BMW 502 Cabriolet folgten ihm. Audi-Tradition brachte den bewährten DKW-Schnelllaster an den Start, der unermüdlich seine Runden drehte. Und im Feuerwehreinsatz der Audi 100, bekannt aus zahlreichen Filmen.
Besonders die Kleinstfahrzeuge eroberten die Herzen der Besucher. Wann hat man schon einmal die Gelegenheit, sich als Mensch in Aspik im Messerschmitt-Kabinenroller zu fühlen oder mit einem Gokomobil oder einem klitzekleinen kultigen Fiat 500 zu fahren? Erstmals war dieses Jahr auch ein großer saurer L4C Schweizer Postbus mit am Start. Zum 100. Geburtstag der Marke Citroën kamen auch aus dem Citroën Club 5 Fahrzeuge zum rollenden Museum. Von der göttlichen DS bis zur standhaften Ente 2CV. Alle Oldtimer-Fahrer nehmen ehrenamtlich, also auf eigene Kosten, an der Veranstaltung teil und werden mit ihrem Fahrzeug Teil des rollenden Museums. Organisiert wird der Charity-Event von Classics for Charity e.V., die durch die eingesammelten Spenden in einem Münchner Seniorenstift ein Vintage-Picknick durchführen können. Die alten Fahrzeuge, Musik von damals und Spezialitäten aus früherer Zeit zaubern Abwechslung in den Alltag der Heimbewohner und manch einer geht danach noch viele Tage und Wochen später mit einer erwachten Erinnerung auf Zeitreise.